Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Workshop Digital DJing mit Ableton Live. Mein Name ist Maja Consuelo-Sternel. Ich bin Ableton Certified Trainer und Dozentin am Ujusonic Music Institute. In der heutigen Folge geht es darum, wie du Songs auf gleiche Geschwindigkeit bringst, wie du Songs damit eben mixt, Loop erstellst und verschiedene Loops bauen kannst und zusammenspielen und mixen kannst. Die Kunst des DJing besteht darin, dass man einen Soundtrack für die Nacht schafft, dass man es schafft, die Leute musikalisch zu unterhalten, durch die Nacht zu führen, sie zum Tanzen zu bringen und ja, Atmosphären einfach kreieren kann. Das erreicht man dadurch, indem man Songs nahtlos aneinander spielt. Also nicht nur einen Song nach dem anderen, sondern sie wirklich ineinander fließen lässt, verwebt und eine richtige Soundlandschaft kreiert mit seinen Songs. Das bedarf ja ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Übung vor allen Dingen. Und früher war es eigentlich die größte Kunst, dass es eben ein DJ schafft, Songs auf gleiche Geschwindigkeiten zu bringen, denn sonst hat er überhaupt keine Chance, sie zu mixen. Man muss sich einfach vorstellen, wenn du zwei unterschiedliche Songs hast, den einen startest, den nächsten startest, die übereinander legst, dann ja, holpern die Beats irgendwie durcheinander und deine Tanzfläche fängt an zu stolpern und bleibt stehen, guckt dich an und das war's dann mit der Atmosphäre und dem Spaß. Deswegen ganz wichtig erstmal, alle Songs müssen in derselben Geschwindigkeit sein. Zumindest momentan, wenn du sie mixst. Du kannst sie nachher ja wieder auslaufen lassen, in andere Geschwindigkeiten bringen. Aber wenn du Übergänge machst und sie wirklich verbinden willst, dass sie ineinander kommen, dann müssen sie diese ja, gleiche Geschwindigkeit haben in der Zeit. Das kann man sich vorstellen, wenn du mit Platten gearbeitet hast, dass es relativ eine hohe Kunst des DJings ist, Turntables dazu zu kriegen. Die haben zwar einen kleinen Pitch, wo man die Platte schneller oder langsamer mitmachen kann, aber man muss es vom Gehör machen. Es gab da keine BPM-Anzeige wie beim Computer. So, das heißt, die hohe Kunst des DJing war es, Platten auf Geschwindigkeit zu bringen und das auch in sehr kurzer Zeit eben zu machen. Gleich zu wissen, wie läuft sie zu schnell, läuft sie zu langsam. Also wenn ihr DJs seht, seht ihr, dass sie pausenlos beschäftigt sind, ihre Platten irgendwie anzuschubsen, zu stoppen und dass sie eben in der Gleichlaufgeschwindigkeit sind. So. Die gute Nachricht ist, mit Ableton Live müsst ihr das alles nicht machen. Das wird euch sozusagen vom Programm abgenommen. Aber es funktioniert nur, wenn ihr einige Vorbereitungen trefft. Wie ich schon mal sagte, ist halt jedes System hat seine Vor- und Nachteile und das, was auf jeden Fall beim digitalen Auflegen ganz wichtig ist, ist die Vorbereitung und den Song wirklich so zu präparieren, dass man ihn nachher auch live spielen kann. Also es ist nicht einfach wie beim anderen DJing, dass du eine Platte aus dem Cover ziehst, auflegst und los geht's. Hier musst du das im Grunde alles schon vorher machen, die alles schön eintüten. Und wie das geht, zeige ich heute. Wenn ich jetzt in Live gehe und mir meine Songs und dann einfach mal ein paar Songs reingeladen habe, um das auszuprobieren, möchte ich ja, dass alle meine Songs, wie ich eben gesagt habe, auf der gleichen Geschwindigkeit abspielen. So. Was ich ja auch schon verraten habe, ist, dass es Live automatisch macht und zwar über die Warp-Funktion. Die Warp-Funktion rastert das Sample und setzt es auf die ja, Takteinheiten um, beziehungsweise umgekehrt baut den Takteinheiten so, dass sie auf dem Sample genau drauf sitzen. Das heißt, wenn ich Warp anhabe, gilt meine globale Geschwindigkeit hier oben. Hier habe ich jetzt mal spaßeshalber 100 BPM eingestellt. Im Warp-Editor sehe ich hier, habe ich 140 BPM als Originalgeschwindigkeit meines Samples. Also Doppelklick, dann habe ich ja die Information. Warp an. Mein Sample wird aber auf 100 BPM abgespielt. Das können wir uns mal anhören. Ja, da läuft jetzt was mit, was nicht mitlaufen soll. Nochmal. So, jetzt mache ich Warp nochmal aus. Jetzt hören wir das Sample auf 140 BPM. So, Geschwindigkeitsunterschied ist zu hören. Jetzt nehme ich noch ein Sample dazu, zum Beispiel hier. Das hat normalerweise eine Geschwindigkeit von 71 BPM. Dadurch, dass ich Warp angestellt habe, wird mir dieses Sample auf
100 BPM abgespielt. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Beat starte und dann das andere Sample dazulege, sind beide auf 100 BPM. Ich zeige es immer. Dort alles super zusammen. Ich zeige es nochmal, wie es ohne Warp sich anhören würde. Ich mache Warp aus, original 140 BPM, hier Warp auch aus. 71 BPM, ich starte mal den Bass. Nur den Bass wollte ich gerne haben. 71 und jetzt das Drum-Sample dazu. Ja, das überzeugt nicht wirklich, würde ich sagen. Also zum Mixen ist es prinzipiell wichtig, dass alle Samples auf Warp gestellt werden, damit wirklich nur die globale Geschwindigkeit hier oben gilt und nicht die eigentliche Sample-interne Originalgeschwindigkeit. So, das ist natürlich nicht ganz so, wie ich das eben gezeigt habe, einfach nur der Warp-Taste an. Möglicherweise habt ihr das schon gemerkt, wenn wir jetzt auch zwei Songs mal reingeladen habt, die gestartet habt, obwohl die Warp-Taste an war, fing das eine Sample nicht irgendwann an zu spielen und spielte nicht synchron zum anderen. Das liegt jetzt daran, dass der Anfangspunkt wahrscheinlich nicht richtig liegt. Wie gesagt, das gehört alles zu den Vorbereitungen, die ihr machen müsst, bevor ihr anfangt zu aufzulegen. Daher ist es auch ein guter Tipp, die Songbibliothek erstmal nicht zu groß zu halten, sondern übersichtlich zu gestalten, also wirklich nur 100 oder 200 Songs sich da reinzulegen und die erstmal zu präparieren und mit denen auszuprobieren, bevor man sich die Mühe macht und hunderte von Songs analysiert und richtig einstellt, aber gar nicht mehr zum Auflegen, zum Musikmachen, zum Spielen kommt. Das soll nun auch nicht Sinn und Zweck sein. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu live und ich zeige euch, wie ihr jetzt auch die Samples hundertprozentig synchron kriegt. Wenn ich jetzt Doppelklick auf mein Sample mache, in den Sample Editor komme, ist es wichtig, dass ich wirklich vorne auf meinem Sample anfange. Das heißt, ich kann es vergrößern. So, das sieht hier ganz gut aus. Deswegen sehe ich, die Welle fängt hier wirklich vorne an zu spielen. Ich gucke mir mal ein anderes Sample an. Ich nehme mal das hier, mache es auf und wenn ich das aufmache, seht ihr hier ziemlich gut, vor dieser 1 passiert noch was anderes. Mach mal den Sample Editor etwas größer. So. Das heißt, dieses, was davor ist, läuft erstmal ab und dann geht die 1 los. Wenn jetzt mal ein erster Beat richtig geworbt ist und auch vorne anfängt auf der 1 und der hier auch gleichzeitig gestartet wird, fängt der wirkliche Beat ja erst einen Tick später an, weil ich hier so einen kleinen Vorlauf habe. Diesen Vorlauf will ich aber nicht haben, sondern ich möchte ja, wenn ich ein Sample starte, dass die wirklich gleichzeitig mit ihrem Hauptschlag anfangen zu spielen. So, diesen Hauptschlag muss ich sozusagen setzen. Und das ist wirklich ein bisschen, ja, die Vorbereitung, die man beim digitalen DJing braucht, seine Samples alle auf den Anfangspunkt zu bringen. Das heißt, ich mache Doppelklick, gehe in diesen Sample Editor hier rein und vergrößere mir den Anfang. Also ziehe das hier wirklich in dem Moment, wo ich die Maustaste zu einer Lupe habe, festhalten, dann kann ich es ja hoch und runter ziehen. So. Dann gucke ich, wann mein Sample hier anfängt. Ich sehe hier relativ gut, wann der Hauptausschlag kommt. Also hier ist nur so ein Gekrissel. Das weiß natürlich der Computer nicht, sondern eigentlich fängt hier die 1 an. Das heißt, ich mache hier einen Doppelklick, setze hier einen Warp-Marker, nennt sich das. So. Dieser Warp-Marker soll meinen Anfangspunkt markieren. 1 steht jetzt immer noch hier, obwohl die 1 ja eigentlich hier sein soll. Also sage ich live, das soll deine 1 werden. Mache mit der rechten Maustaste oder Option-Taste Mausklick, gehe ich auf diesen Warp-Marker und dann geht hier ein Menü auf. So. Hier gibt es die Option Setze 1.1 Appear. Die wähle ich an
Und schon ist meine 1 automatisch hier raufgesetzt. Das ist immer der allererste Schritt, den du tun musst. Jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt hast du deinen Anfangspunkt neu gesetzt. Jetzt muss aber einmal das ganze Sample durchanalysiert werden und gegebenenfalls nach diesem Anfangspunkt ausgerichtet werden. Das heißt, die anderen rhythmischen Akzente müssen jetzt wieder in das Raster eingepasst werden. Das heißt, du machst nochmal das rechte Maustaste oder Option-Click-Menü auf und sagst, hier warpen ab hier. Zack. So. Jetzt ist einmal dein ganzes Sample durchanalysiert. Das heißt, alle großen Ausschläge sollten jetzt auch auf den Hauptzählzeiten hier liegen. Das kann man immer ganz gut sehen, wenn man sich das mal nach so einem Break anguckt. Es funktioniert in der Regel ganz gut. Es kann aber durchaus mal passieren, dass ein Song verschiedene Breaks hat, so wie ihr hier seht. Und in diesen Breaks sind oft keine Beats drin. Und live hat ein Problem, zu erraten, wie wird dann gezählt, wenn er kein Beat hört. Das heißt, es kann durchaus mal passieren, dass ihr einen langen Break habt und danach diese 1 hier, der nächste Akzent, nicht mehr wirklich auf dem Takt sitzt. Das ist nicht dramatisch, das kann man alles beheben. Geht man nochmal rein, vergrößert das. So. Und dann seht ihr hier so kleine graue Pseudomarker, nennen die sich. Die sind immer da, wo live vermutet, dass man vielleicht mal einen Marker gebrauchen könnte. Die haben noch keine Wirkung, solange sie grau sind. Wenn ich jetzt mit dem Maus einmal draufklicke, werden sie gelb. So. In dem Moment, wo sie gelb sind, kann ich die Stelle nehmen und hin und her rücken. Also, ups,